Ja, jetzt hier live vor dem Sony Center mit meinem alten Kumpel Vico von Bülow alias Lorio. Ja, wir melden uns aus der Hauptstadt und hier ist der Walk of Fame. Da, wo er jetzt gerade neben mir steht, da werden wir auch nochmal hinkommen. Zumindest arbeiten wir dran. So, ich stehe jetzt hier auch, wie der Ingo gerade eben auch, auf dem Potsdamer Platz. Walk of Fame hier in Berlin, auf dem Berlin Walk of Fame sozusagen. Neben mir hier Til Schweiger, der ja bekannt ist durch sein neuestes Projekt auch Honig im Kopf. Das Problem ist, ich würde ihn ja gerne Fragen stellen zum Thema dieses Films, nur der wird mir wahrscheinlich nicht antworten, weil er ist nur ein Hologramm. So, kann man schön durchfassen. Ja, ist aber eine sehr coole Idee. Danke. So. So, ja Ingo, du bist ja der Dauertourist hier in Berlin. Was ist denn dein Lieblingsplatz in Berlin? Mein Lieblingsplatz in Berlin? Muss sagen, ich kann das gar nicht sagen so eigentlich, weil ich habe noch zu wenig, also ich bin nicht so oft in Berlin, aber also ich kann auch schon mal sagen, welcher der beeindruckendste Platz für mich in Berlin ist. Und das ist ganz klar der Berliner Flughafen Schönefeld. Ja? Weil wenn man da hinkommt... Der neue oder ist man, der alte? Hä? Der neue. Gut, ist egal. Also auf dem neuen kann man nicht benutzen. Ich glaube, du musst den Grad halten und so. Ja, okay. Also, aber bin ich heimgeflogen und bin da an diesen Flughafen gekommen. Wir sind an diesem Bahnhof da ausgestiegen und ich habe gedacht, hier ist noch nie ein Mensch vor mir ausgestiegen. Aha, erzähl ruhig weiter. Ja, das Problem ist, das Mikrofon ist ja dann weg. Also... Dieser Flughafen ist so, es ist echt bitter nötig, dass ihr einen neuen bekommt hier, ja? Das muss man schon sagen. Also von wegen schwäbische Provinz oder so, der Flughafen in Stuttgart ist ja ein Highlight gegenüber das Ding hier. Ja. Und über den anderen brauchen wir natürlich nicht sprechen, das ist eh klar. Das Tegel meinst du? Nicht Tegel, BER meine ich. Ja, das ist doch der neue Schönefeld, der BER. Nein, ich rede vom alten Schönefeld. Ja, ja. Gut, okay. Das ist ein totaler Dorfflughafen, ne? Das ist furchtbar. Ja, Schönefeld ist ja auch nicht Berlin. Prenzlauer Berg ist dort, wo es dann der eine Berliner zum anderen sagt, bist du auch von Berlin? Ja. Mhm. Und dann sagen die sagen, ja, bist du auch aus Tübingen? Und dann sagt er, nee, aus Reutlingen. Aus Reutlingen? Aus Reutlingen. Reutlingen, oh je. Ja, so reden die da im Prenzlauer Berg. Was ich auf jeden Fall nicht mag, also ich glaube, es ist einfacher in Berlin zu sagen, was man nicht mag. Das ist, tut mir leid, Leo, aber Wedding finde ich ganz schrecklich. Wedding war gar nicht. Also, auf jeden Fall, Berlin ist wirklich eine sehr interessante Stadt. Ich habe heute zum ersten Mal ein Straßenschild gesehen, das von Hand gemalt war. Mhm. Also das war quasi Kunst. Ja? Ich bin mit dem Bus mitgefahren, ja? Und dann steht da, sieht man es? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Komm, wir versuchen es hier mal. Also, ne? Für diejenigen, die... Da steht echt nur BVG darf da fahren. Ja? Von Hand mit dem Edding auf ein Schild gemalt, ja? Das sie dann unten an ihren Pfosten, wo der Rest vom Schild dran hängt, auch noch dran geschraubt haben. Ja. Also das ist wirklich beeindruckend. Ja? Und was noch dazu kommt, was für mich ja auch immer wichtig ist, ich brauche ja immer Parkplätze. Und dadurch, dass ich mit so einem großen Auto fahre, brauche ich dementsprechend großen Parkplatz. Ja? Es gibt keine Parkplätze hier. Gibt es nicht. Nee. Also nicht Parkplätze für Busse. Nee, völlig ausgeschlossen. Gibt es nicht. Es gibt nur normale Parkplätze oder die stehen einfach an der Straße. Es gibt auch keine Parkplätze für Autos. Also deswegen ist ja auch Car2Go und so diese ganzen Carsharing-Dienste auch ziemlich hoch im Kurs, weil du kannst einfach nirgendwo parken. Ja, aber weißt, ich finde es eigentlich so spannend, dass es einfach nicht mal, also die sind gar nicht auf die Idee gekommen, glaube ich. Dass man dann, es gibt Busspuren überall und da parken sie dann drauf. Und dann brauchen wir ja die Busspuren nicht, wenn sie voll geparkt ist. Ja, Ingo, ja, so ist das. Und vor allen Dingen, es ist so, das Ordnungsamt, ja, kommt ja nur manchmal, wenn sie gerade Lust haben, zum Strafzettel verteilen. Also das ist eigentlich, im Hotel sagen sie was anderes als mein Tourguide. Ja. Also, das ist echt... Ja, okay. Sorry. Weißt, jeder sagt was anderes. Es ist einfach. Es ist das totale Chaos, diese Stadt. Ja? Also mein absoluter Favorit. Ich muss mir wiedergeben. Weil mein absoluter Favorit. Warum fällt mir das jetzt erst ein mit den Tourguides? Weil ich sehe immer die britischen Tourguides auf dem Bebelplatz in Berlin. Und neben dem Bebelplatz ist nämlich der Gendarmenmarkt. Und den finde ich absolut geil. Gendarmenmarkt ist schon der Gendarmenmarkt, stimmt, ist mein absolutes Favorit. Das stimmt, das ist schon sehr schön. Das stimmt. Und da war ich auch mal auf einem Open-Air-Konzert, war ziemlich cool, so zwischen diesen beiden Türmen und so. Ja, war das eins von diesem Classic Meets Rock oder sowas? Ja, genau. Echt? Da hat er ganz schön viel Geld, der Kerl, hä? Ja, also wenn ich schon erzähle, 100 Euro Eintritt oder so. Ja, pst. Aber ich finde, das ist jetzt ein guter Abschluss. Ist jetzt schon? Ja, nein, wir machen ja morgen weiter. Wir gehen morgen auf den YouTube-Ding. Ja.
Du? Dominik. Ja. Hier, VIP-Bändchen, schwarz. Ihr wisst ja, Leute, das ist dieses Bändchen bekommt man nur auf VIP-Partys. Und wo sind wir hier? Wir sind im YouTube Space Berlin, wie sich es gehört für ordentliche YouTuber, Ingo. Ja, so ist das. Wir sind hier in der Zentrale, in quasi der YouTube-Zentrale Deutschlands hier. Und wie gefällt es dir hier so? Ich esse zu viel. Wir bauen quasi unseren Vorsprung, oder vor allem, ich baue meinen Vorsprung ja, im neuen Trendsetting aus, weil der neue Trend ist ja der Dad Butt, ja, also der Vaterplauze, ja, Bauchansatz quasi. Ja. Und daran arbeiten wir gerade. Und ich bin ja sowieso schon ein bisschen voraus und deswegen muss ich meinen Vorsprung natürlich verteidigen. Und das kann man hier ja ziemlich gut machen. Ja, warum? Erklär mal. Ja gut, die haben ein Buffet, ganz einfach. Weil wir haben, genau, wir schlagen uns hier den Bauch voll. Relativ lecker, aber es gibt hier Hackfleischbällchen, das ist ja so hier mein Favoritenzeug. Und Mikado-Sticks. Mikado-Sticks. Ja, oh ja. Ja, wir sind hier jetzt an einem der Sets hier im YouTube-Space, gibt es verschiedene Filmsets, die hier aufgebaut sind. Wir sind hier in der Bar, so wie sich das gehört. Cheers. Ja, zum Wohl mit Wasser, gell? Ich habe was Stärkeres. Hast du was Stärkeres, ja? Mhm. Mehr Zucker drin, weil der muss ja sein Nach, also den Rückstand auf mich aufholen. Guck mal, ich habe noch den Bändel dran. Ich nicht. Ha! Wäre schon ein richtiger YouTuber, hä? Naja, ich bin der, ich verschmähe die. Aber ich habe hier immerhin noch die... Die Karte von dem Anime-Heinz, ja? Ah, ja. Den Anime-Heinz, das waren ja mindestens drei. Stimmt. Ja, morgen geht's nach Hause, hä? Für mich, ja. Für dich nicht. Übermorgen. War ja eigentlich... War ganz cool hier, gell? Also ich bin gefilmt worden von der Kamera am Bahnhof. Ja, ich auch. Wir beide. Ja. Wie Verbrecher kommt man sich vor, gell? Und heute bin ich auf dem Boot, musste man Kopf einziehen. Mhm. Brücke zu nehmen. Ansonsten Wetter war gut. Statischen Chaos. Eigentlich gut, gell? Also wie immer halt, ne? Berlin ist immer ein Chaos. So kann man weitermachen. Heißt ja nicht umsonst, du bist verrückt, du musst nach Berlin. Mhm. Ne? Ja, Ingo, erzähl mal so, ne? Wie fandest du jetzt unser Revival von Domingo TV hier in der Hauptstadt? Gut, nee, gut, weil ist ja auch schon lange her. Und jetzt haben wir sogar wir haben alles selber. Muss ich überlegen. Das ist das erste Mal, dass wir alles, was wir gemacht haben, mit eigenen Sachen machen. Stimmt. Super, gell? Also mein Highlight ja jetzt in diesen paar Tagen, in denen wir jetzt hier zusammen gefilmt haben und zusammen ein paar Sachen erlebt haben, war ja definitiv Til Schweiger. Also ich muss echt sagen, also mein Herz hat echt höher geschlagen, dass ich neben Til Schweiger stehen durfte. Ja, du standst sogar zum Teil in ihm. Also das ist noch das besser ist eigentlich. Aber, aber das Ding ist, echt, die meisten... meisten Berliner wissen das gar nicht, ja, weil die nie Zeit haben. Die rennen nur vorbei. Mir fällt gerade noch was ein. Wir machen das ja jetzt einfach andersrum, aber unser Revival endet jetzt hier. Nein, nicht. Ich wollte es noch mal erzählen. Mein Taschenhalbecher, aber das ist schon vorbei. Klappe. Du Affe tot. Nein, ich wollte es noch was dazu erzählen, zu dem, dass die Berliner das nicht wissen. Ja, super. Ist doch egal, beim nächsten Mal. Haben wir schon einen Grund, wieder was zu machen.